Weiter geht es mit Folge 7 in meinem Format Alles anders in Yu-Gi-Oh!, wo wir uns die Unterschiede zwischen der japanischen und der deutschen bzw. internationalen Version des Anime anschauen werden. Und jetzt viel Spaß mit Folge 7, Angriff aus der Tiefe, im Original Meeresgott Leviathan. Nummer 1. Während Joey im Japanischen einfach nur glücklich ist, Mai besiegt zu haben, lässt er bei uns etwas den Angeber raushängen. Bin ich nun der Größte, oder was? Hat jemand eine Ahnung, wie lange sein Angeberanfall noch dauert? Nummer 2. In der Synchro sagt Yugi spezifisch, dass er noch kein Restaurant oder einen Schnellimbiss auf der Insel gesehen hat und Thea droht mit ihrem Stoffwechsel. Ich habe bisher auf dieser Insel noch kein Restaurant oder einen Schnellimbiss oder sowas gesehen. Ich brauche meine 5 Grundnahrungsmittel, sonst gibt's eine Stoffwechselkatastrophe. Im Japanischen sagt er nur, dass sie es nicht 2 Tage ohne Essen und Trinken aushalten werden. Und Thea regt sich darüber auf, dass für das Turnier keine Verpflegung bereitgestellt wurde. Nummer 3. Die klar erkennbaren Schriftzeichen auf Tristans Survival-Buch wurden durch unidentifizierbare Linien ersetzt. Im Original ist es auch nur Tristans Survival-Buch. Bei uns heißt es das große Handbuch des Überlebens in der Natur. Das große Handbuch des Überlebens in freier Natur. Nummer 4. Während Joe im Original fragt, was das für ein Buch ist, will er es bei uns essen. Nanda, kann man das essen? Nummer 5. Im Original sagt das Buch, welche Kräuter und Pilze essbar sind. Bei uns folgendes. Hier drin steht, welche Pflanzen, Wurzeln, Beeren und Gräser man essen kann. Das wurde vermutlich geändert, weil natürlich jeder 10-Jährige bei Kräutern und Pilzen nicht an normale Kräuter und Pilze denkt. Nummer 6. Joys Reaktion darauf wurde komplett umgeschrieben. Sehe ich etwa wie ein Eichhörnchen aus, du möchtegern Pfadfinder? Nummer 7. Während der japanische Joey den anderen sagt, dass sie ihm folgen sollen, haut unser Joey einfach ab. Haha, bis später! Nummer 8. Unser Joey sagt, dass sie zuerst essen und dann später fragen sollen, wem der Fisch gehört. Im Original wurden die Fische laut ihm von Gott bereitgestellt. Nummer 9. Der Close-Up-Shot mit dem zappelnden Fisch wurde bei uns entfernt. War wohl zu heftig für die Altersfreigabe. Nur blöd, wenn man vergisst, ihn im nächsten Shot etwas weiter weg einfach drin zu lassen. Nice. Nummer 10. Während Joey im Original sagt, dass sie Markus Fische nicht gegessen haben und Markus sie daraufhin zurückfordert, tut Joey es bei uns so ab, dass es ja nur ein paar Fische sind und Marco redet über die Ehre eines Fischers. Hey, nun reg dich ab, Mann, das sind doch nur ein paar Fische. Den Fang eines Fischers zu stehlen zeigt, dass ihr keine Ehre im Leib habt. Nummer 11. Bei uns wird Marco einfach nur als der erstklassige Ozeanduellant vorgestellt. Im Original erfahren wir, dass er bei den nationalen Meisterschaften hinter Weevil und Rex den 3. Platz belegte. Hm? Oh, so ja. Nummer 12. Während Joey Marco im Japanischen für einen Gestrandeten hält, nennt er ihn bei uns den verrückten Fischer. Alles klar, Mann, du bist der verrückte Fischer. Wird bloß nicht frech, Junge. Joeys Manieren in dieser Folge lassen bis jetzt echt zu wünschen übrig. Nummer 13. Als Marco erfährt, dass ihm Yugi Muto gegenübersteht, sagt er im Original, dass er wohl einer der Favoriten auf den Sieg im Turnier sei. Bei uns prahlt er, dass er Yugi im Duell besiegen wird. Es wird mir eine ganz besondere Ehre sein, dich im Duell zu besiegen. Nummer 14. In der Synchro erfahren wir in dieser Szene bereits mehr über Markus Hintergrundgeschichte und seinen Vater. Aber Fischen und Kochen, das hat mir mein Vater beigebracht. Im Original geht es hauptsächlich darum, dass Markus sich ein neues großes Schiff kaufen will, um noch mehr köstliche Fische fangen zu können. Nummer 15. Bei uns soll sich Yugi für das Essen revanchieren, indem er sich mit Marco duelliert. Aber vielleicht revanchierst du dich mit einem Duell. Im Original bezeichnet er Joey als einen Schwächling, aber er ist ihm eigentlich egal. Yugi allerdings lässt er nicht gehen. Nummer 16. Im Original erfahren wir, dass es von Anfang an Markus Strategie war, Duellanten mit den Fischen anzulocken und dann herauszufordern, weil er hier den Vorteil des Ozeans hat. Das ist jetzt zwar kein Fakt, aber kann mir mal einer erklären, wie die beiden bitte in die Arena kommen sollen? Nummer 17. Im Original besteht das Spielfeld aus Ödland und Meer. Bei uns wird nur zwischen Land und Meer unterschieden. Aber wir erfahren, dass beide Teile zu je 50% vertreten sind. Feld ist in 2 gleiche Hälften aufgeteilt. Die eine Hälfte ist Land und die andere ist das Meer. Nummer 18. Im Original ist Marco deutlich fairer und fragt Yugi vor dem Duell noch, ob diese Aufteilung für ihn okay ist. Nummer 19.
Während sich der japanische Marco freut, dass ihm sein Gegner ins Netz gegangen ist, freut er sich bei uns, endlich einen ebenbürtigen Gegner gefunden zu haben. Endlich ein ebenbürtiger Gegner. Wie habe ich auf diesen Tag gewartet? Naja, ich vermute mal, dass man alleine auf einem Fischerboot nicht gerade oft auf Duellanten trifft, oder Marco? Nummer 20. Da bei uns ja explizit die Spielfeldaufteilung als 50-50 genannt wurde, mussten sie das Spielfeld dann auch so aussehen lassen und haben tatsächlich mehr Land reingefotoshoppt, um ein gleichmäßiges Feld zu haben. In der letzten Folge ging ihnen das, wenn ihr euch noch erinnern könnt, noch am Arsch vorbei. Den genauen Grund für diese Änderung kann ich euch auch nicht sagen, ich habe aber eine Vermutung. Als der Anime in Japan erschien, war man beim Kartenspiel noch ganz am Anfang, auch bei den Regeln. Zu dem Zeitpunkt, als 4Kids die Ausstrahlungsrechte bekam, war das Spiel aber schon in Japan etabliert und bereit für den internationalen Verkauf. Da bei uns ja der Anime auch als Werbung für das Kartenspiel dienen sollte, wäre es daher nicht vorteilhaft gewesen, zwei unterschiedlich große Felder abzubilden, da das zum einen unfair wäre und auch nicht den Regeln entsprechen würde. Nummer 21. Bei uns checkt Yugi sofort, dass sich Markus Monster unter Wasser befindet. Seine Kreatur ist unter Wasser? Im Original checkt er zu diesem Zeitpunkt nur, dass sein Bildschirm ihm keine Infos über das Monster liefert. Nummer 22. Im Japanischen ist Marco dann wenigstens zu freundlich und verrät Yugi, dass sich sein Monster in Angriffsposition befindet. Nummer 23. Jetzt checkt auch der japanische Yugi, dass sich das Monster unter Wasser befindet und er deshalb keine Infos hat. Bei uns plant Yugi, sich zu verteidigen, solange er nicht mehr weiß. Bereite ich mich auf das Schlimmste vor. Mit der bestmöglichen Verteidigung. Nummer 24. Vom japanischen Marco erfahren wir die Werte vom Teufelskraken nach dem Feldpower-Bonus. Bei uns glaubt Marco, dass das sicher Yugis erstes Duell mit einem Monster aus dem Meer ist. Natürlich ist das sein erstes Mal, diese Regeln hier gibt's ja auch nur im Königreich der Duellanten. Nummer 25. Unser Yugi hat bereits eine Strategie und will sich eine starke Verteidigung aufbauen. Der japanische Yugi will Däumchen drehen und einfach mal schauen, was passiert. Nummer 26. Im Original ist Yugi sichtlich schockiert, als er den Teufelskraken das erste Mal sieht. Nani? Verständlich, denn so ein Kraken kann einem schon Angst machen. Vielleicht aber auch einfach daher, weil sein Hornkobold unmittelbar nach seiner Beschwörung angegriffen wird. In seiner eigenen Mainphase. What the hell? Bei uns macht das Ganze aber genauso wenig Sinn. Der Teufelskrake greift den Hornkobold an und als er ihn schon fest mit seinen Tentakeln umschlungen hat, ruft Yugi Attacke. Attacke! Okay. Nummer 27. Im Original heißt der Angriff vom Teufelskraken Tentakelunterwerfung. Bei uns wurde der Angriffsname wie schon so oft gekonnt ignoriert. Nummer 28. Die japanische Thea sagt, dass Yugi keine Chance hat, wenn es so weitergeht. Bei uns ist sie fasziniert von Markus Eröffnungszug. Wahnsinn, und das war erst sein Eröffnungszug. Nummer 29. Auch Yugi lobt Marco bei uns für seinen Eröffnungszug. Eine wirklich brillante Eröffnung. Im Original macht er einen auf Captain Obvious und sagt, dass der Teufelskrake wieder unter Wasser ist. Nummer 30. In dieser Szene erfahren wir im Original, dass das Markus heimlicher Angriff aus dem Wasser war. Bei uns bedankt er sich für Yugis Lob. Freut mich, dass sie dir gefallen hat. Nummer 31. Nochmals die gleiche Szene, aber diesmal, um euch die grandiosen Photoshop-Skills von 4Kids in der Synchro zu zeigen. Achtet einfach mal auf das Land am Spielfeld. Das ist der Qualitätsanspruch, den ich von 4Kids gewohnt bin. Nummer 32. Der japanische Yugi kann nur ein Monster in Verteidigungsposition spielen, um zu überleben, plant aber im nächsten Zug etwas zu tun. In der Synchro denkt er sich, dass es einen Weg geben muss, Markus Monster zu zerstören, ohne sie sehen zu können, und denkt, dass der verrückte Kobold das schaffen wird. Mein verrückter Kobold müsste mit Markus Monstern fertig werden, egal wie tief im Meer sie versteckt sind. Nummer 33. Während Marco im Original nur sagt, dass er weiß, was Yugi geplant hat, sagt er im Deutschen direkt, dass er vom elektrischen Angriff des Kobolds weiß und spoilert damit quasi schon Yugis nächsten Zug. Dein Kobold ist mir durchaus bekannt, ebenso sein elektrischer Angriff. Nummer 34. Joeys angepasste Sprüche an die Monster in der Synchro sind immer wieder amüsant. Zeig es diesem stinkenden Fisch, Yugi! Jetzt gibt's gebratenen Fisch! Wahnsinn, das nenne ich einen fetten Fisch! Im Original hat er diese Angewohnheit nicht. Nummer 35. Während wir im Japanischen hier Yugi hören, dass er hart zurückschlagen muss,
hören wir bei uns nur einen leicht überheblichen Marco aus dem Off. Hat auch nur eine deiner Karten die Kraft, meinen Seetierchen die Stirn zu bieten? Nummer 36. Das Artwork vom Vollmond auf der Karte wurde geändert. Der tatsächlich erscheinende Vollmond auf dem Spielfeld ist aber 1:1 der aus dem Original. Nummer 37. Marco spoilert bei uns in gewisser Weise schon wieder, was noch in diesem Duell passieren wird, indem er sagt: Der Mond kontrolliert die Gezeiten, er lässt sie kommen und gehen. Im Original sagt er nur, dass er mit der Karte den Ozean nicht bezwingen kann. Nummer 38. Das ist jetzt kein großer Unterschied, aber es erklärt, wieso die Folge im japanischen Meeresgott Leviathan heißt. In beiden Versionen heißt die Karte Kairyu Shin, was man etwa mit ozeanischer Drachengott übersetzen könnte. Die japanischen Kanji im Namen der Karte werden aber als Leviathan gelesen und Marco sagt im Japanischen auch beide Namen. Kairyu Shin, Leviathan! Nummer 39. Im Original erfahren wir in dieser Szene die Werte von Kairyu Shin mit dem Feldpower-Bonus. Bei uns sagt er folgendes: Das ist der kolossale Kairyu Shin. Eine so gewaltige Kreatur, dass sie beim Auftauchen eine Flutwelle verursacht. Nummer 40. Vom japanischen Marco erfahren wir, dass das Feld jetzt zu 95% aus Meer besteht und Yugi eigentlich nicht mehr gewinnen kann, weil er nicht mehr als eine Karte aufs Feld legen kann. Bei uns kann Yugi sich glücklich schätzen, dass noch ein kleines Fitzelchen Land übrig ist, weil bei seinen vorherigen Duellen gar kein Land mehr übrig war. Du solltest dich glücklich schätzen, kleiner Yugi. In den vorangegangenen Duellen ist nach seinem Angriff überhaupt kein Land mehr übrig geblieben. Nummer 41. Marco sieht in Yugis Augen seine Angst vor dem Meer und sagt, dass es ihm früher genauso ging, worauf er beginnt, die Geschichte seines Vaters zu erzählen. Bei uns sagt Marco folgendes: Alle Menschen sollten die gewaltigen, ungezügelten Kräfte des Ozeans respektieren. Selbst die besten Fischer, mein Freund. Yugis Auffassungsgabe ist hier mal ausnahmsweise wirklich sehr gut. Du meinst deinen Vater, nicht wahr? Naja gut, nach den diversen Fails in den letzten Folgen wurde das auch echt mal wieder Zeit. Nummer 42. Das Gewitter im Rückblick ist in der Synchro spiegelverkehrt. Warum auch immer. Nummer 43. Der Ausgang von Marcos Rückblick bzw. das Schicksal seines Vaters wurden abgeändert und damit auch Marcos charakterliche Motivation. Bei uns glaubt Marco ja, dass sein Vater noch am Leben ist, weil das Rettungsboot fehlte. Aber dann merkte ich, dass unser Rettungsboot fehlte. Ich bin mir sicher, dass mein Vater noch lebt. Daher will er ein Schiff kaufen, um seinen verschollenen Vater auf den 7 Weltmeeren zu finden. Marcos Motivation beruht in der Synchro also auf äußeren Einflüssen, in diesem Fall Geld, und ist daher extrinsisch. Im Original ist er sich bewusst, dass sein Vater tot ist. Er will hier in seine Fußstapfen treten, um zu Japans bestem Fischer zu werden, der auch die raueste See überstehen kann. Und nur dafür braucht er ein Boot. Hier liegt Marcos Motivation also in seinem eigenen Willen, der beste Fischer zu werden, und ist somit intrinsisch. Nummer 44. Marcos Reaktion auf Yugis Antwort ist in der Synchro, finde ich, absolut unpassend und auch unverständlich in Bezug zu seiner Motivation. Wieso sollte er sich über diese Aussage von Yugi freuen? Ich verstehe dich, Marco, glaub mir, aber ich kann dich nicht gewinnen lassen. Im Original macht sie aber absolut Sinn. Hier sagt Yugi nämlich, dass er Marco mit all seiner Kraft bekämpfen wird. Dieser freut sich logischerweise darüber, denn was er noch mehr braucht als ein Boot, sind starke Gegner und Herausforderungen, damit er sich seinem Vater irgendwann als würdig erweisen kann, der beste Fischer zu sein. Also hilft ihm dieses Duell im Original bei seiner charakterlichen Motivation. Nummer 45. Während Marco bei uns sagt, dass der gigantische Felsenkrieger keine Chance gegen seine Monster hat, glaubt er im Japanischen, dass Yugi den Felsenkrieger dazu verwenden will, die Landfläche auf dem Spielfeld wieder zu vergrößern. Als Reaktion darauf beschwört er ein weiteres Monster, damit sie dann alle drei den Felsenkrieger umzingeln und er so nicht mehr ins Wasser gehen kann, um sich selbst zu Land zu machen. Bei uns wird darauf gar nicht eingegangen und die Monster umzingeln den Felsenkrieger einfach so. Sein Felsenkrieger wird gleich zu Steinmehl werden. Zumindest ist Marco nicht tatsächlich so dumm, den Felsenkrieger anzugreifen. Der ist nämlich stärker als alle drei Monster von ihm. Hätte das in der Synchro unserer super Schnüffelnase Joey mal einer erklärt. Nummer 46. Marcos Megalodon hat im Original 1500 Angriffspunkte. Bei uns, aus welchen Gründen auch immer, 1600. You had one job. Nummer 47. Kommen wir zur ganzen Zerstören wir den Mond-Thematik. Die ist in beiden Versionen nicht wirklich logisch, aber hier ehrlicherweise in der Synchro zumindest nicht ganz so unsinnig wie im Original. Bei uns heißt's ja, der Mond ist verantwortlich für die Gezeiten. Es ist zwar auch hier unlogisch, dass durch die Zerstörung des Mondes gar kein Wasser mehr da ist,
Aber gut, dann ist das halt eine sehr, sehr, sehr starke Ebbe. Im Original erklärt Yugi, dass der Effekt vom Mond den Effekt von Kaioshin verdoppelte und da der Mond jetzt weg ist, auch die Kraft seines Effekts halbiert wurde. Zu Beginn des Duells im Japanischen war die Aufteilung von Wasser zu Land etwa 70-30. Doch den Effekt von Kaioshin stieg der Wasseranteil von 70 auf 95%, wie Marco ja selbst gesagt hat. Und ganz egal, wie man jetzt rechnet, ob die zusätzlichen 25% schon das Doppelte durch den Mond waren oder nur der Effekt von Kaioshin. Wenn durch die Zerstörung des Mondes der Effekt halbiert wird, sind wir immer noch so meilenweit davon entfernt, dass da nur mehr ein paar kleine Wasserpfützen sind. Ach ja, die Logik in Staffel 1. Aus wissenschaftlicher Sicht macht das übrigens beides keinen Sinn. Wenn der Mond nämlich wirklich von heute auf morgen einfach so nicht mehr da wäre, käme es zu deutlich schwächeren Gezeiten. Außerdem hätten wir dann ganz andere Probleme. Nummer 48. Yugi ist zu blöd zum Zählen. Tja, jetzt liegen deine 7 Monster auf dem Trockenen. Keine Ahnung, wo er hier 7 Monster sieht, aber wer bin ich schon, dass ich es mir anmaße, den König der Spieler in Frage zu stellen? You're goddamn right. Nummer 49. Die Karte Brennendes Land wurde etwas aufgepimpt. Nummer 50. Gleicher Fehler wie beim Duell mit Weevil. Nur weil ich ein Monster mit einer Karte ausrüste, heißt das Monster dann nicht automatisch so. Brennendes Land, Attacke! Im Japanischen heißt der Angriff Hell Flame. Hell Flame! Nummer 51. Das Gebrüll vom Fluch des Drachen wurde verändert. Im Japanischen hört es sich an wie ein weißer Drache. Bei uns eher wie ein Adler. Nummer 52. Die japanische Thea erkennt, dass jeder Duellant auf der Insel seine eigenen Träume hat. Während sie bei uns hofft, dass Marco seinen Vater irgendwann finden wird. Ich hoffe sehr für ihn, dass er seinen Vater eines Tages findet. Nummer 53. Markus' Magenknurren ist in der Synchro kaum hörbar. Nummer 54. In der letzten Szene der Folge reden sie im Original über den ständigen Hunger von Joey und Tristan. Bei uns erwähnt Tristan wieder sein Survival-Buch und Joey lässt es ihn nun endlich essen. Ich habe immer noch mein Handbuch zum Überleben in freier Natur. Schön, Schrank. Du kannst so viele Seiten essen, wie du willst. Und das war's mit Folge 7. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, lasst sehr gerne einen Like oder eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und möge das Herz der Karten euch leiten.